Herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer, Online Coach aus Karlsruhe. Heute zum Thema Reduktionstraining und zwar, wie führe ich einen Reduktionssatz aus? Ich zeige euch ganz kurz, wie das aussieht. Reduktionssatz kommt von reduzieren. Das heißt, dass ich eine Übung mache und von der Übung mehrere Sätze, wie ihr das schon kennt, aber nicht mit diesen langen Pausen, sondern mit relativ kurzen Pausen. Das heißt, die Pausen gehen 15 bis 30 Sekunden maximal. Bedingt durch diese kurzen Pausen muss man das Gewicht von einem Satz zum anderen Satz reduzieren. Aus diesen Gründen Reduktionsprinzip. Reduktionstrainingsprinzip eignet sich hervorragend für die Qualität der Muskulatur und im Definitionsbereich. Ich führe euch mal ganz kurz vor, wie es aussieht. So, wir haben hier die Übung Nackenziehen. Setze mich hin und beginne natürlich mit dem ersten Satz. Erster Satz, führe ich meine konzentrische und exzentrische Bewegungsausführungen langsam aus, gehe nach oben bis maximal zur Armstreckung und ziehe dann wieder runter bis kurz unterhalb vom Nacken. Darauf achten, dass ihr so drunter sitzt, dass die Zugrichtung hinten genau gerade nach unten geht und dass ihr nicht den Kopf nach unten abtaucht, sondern Kopf bzw. Blick bleibt waagerecht, Ellbogen im gleichen Zugwinkel wie die Stange. Ihr habt so viel jetzt hier wie ich, zum Beispiel die 10 Wiederholungen, noch 1, 2 und die 3. Legt das Gewicht ab, steh auf, reduziere das Gewicht um eine Scheibe, setz mich wieder hin. 15 Sekunden sind vorbei und beginne den nächsten Satz. 2, immer unter Belastung ausatmen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Schön langsam absetzen, aufstehen und das Gewicht nochmal um eine Einheit reduzieren, je nachdem, 2,5 Kilo, 5 Kilo, je nachdem wie das Gerät eingestellt ist, beziehungsweise mit welcher Gewichtsbelastung, 15 Sekunden sind vorbei. Schöne gleichmäßige Bewegungen, Reizzeit einhalten. Konzentrische Belastungsphase etwas schneller, exzentrische etwas langsamer. Noch 3. 3. Langsam wieder zur Entlastung. Das waren 3 Sätze, mache ich 4 Sätze insgesamt. Nochmal eine Scheibe leichter. Da ich es heute vorführe, gehe ich nicht an die Belastungsgrenze. Das heißt, beim Reduktionstrainingsprinzip sollte man schon den Satz so absolvieren, dass die letzten Wiederholungen gerade noch so sauber ausgeführt werden können. Schöne gleichmäßige Bewegung. Wie gesagt, die konzentrische Belastungsphase etwas schneller, exzentrisch etwas langsamer. Eventuell kurz im höchsten Spannungsbereich anhalten. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und die letzte. Das war jetzt ein Reduktionssatz, wie ihr gesehen habt.
habe ich kurze Sätze hintereinander gemacht. Ich habe natürlich jetzt, bin ich in die maximale Ausbelastung gegangen, weil ich hier ein Video vorführe, dass ich noch einigermaßen reden kann. Da bimmelt auch schon mein Telefon für den nächsten Termin, fürs Personal Training. Dann schaut mal ab, der hat noch 15 Minuten Zeit. So, ihr habt ja gesehen, Reduktionstrainingsprinzip. Eine Maschine, eine Übung. Reduktionssätze lassen sich am besten an Maschinen absolvieren, weil ich da die Möglichkeit habe, durch die Steckgewichte relativ schnell umzustecken, leichtes Gewicht rauszusuchen. Den nächsten Satz 15 bis 30 Sekunden, 3 bis 4 folgende Sätze. Wiederholungszahlenbereich 8, 10, 12 wären möglich. In dem Bereich bleiben. Man kann auch mal einen Reduktionssatz machen, 15er Wiederholungen, wenn ich natürlich im Endbereich der Definition bin. Reizzeit einhalten, konzentrischen Bewegungsablauf, Sekunde bis maximal 2, eventuell in der höchsten Spannungsphase kurz anhalten, exzentrische Phase wieder 2 Sekunden. Das war Reduktionstrainingsprinzip. Es geht bald weiter mit dem Supersatztrainingsprinzip oder Supersatz antagonistisch. Bis bald. Personal Trainer Andreas Karlsruhe aus Karlsruhe, Andreas Trienbacher und auch Online-Coach. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reduktionstrainingsprinzip. Bis bald. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.